Vormittag, entschuldige erstmal für die Verspätung. Kurzes Pressestatement von Vizekanzler Werner Kogler und Außenminister Alexander Schallenberg zum Thema Auslandskatastrophenfonds. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Geduld. Tatsächlich haben wir gerade eine Kabinettssitzung zu den Entwicklungen in der Ukraine, zu den Folgen für NATO, Europäische Union und insbesondere den zentraleuropäischen Ländern wie Österreich abgehalten, von der Sicherheitslage bis zur Sicherheit der Energieversorgung. Das hat etwas länger gedauert, deshalb sorry. Jetzt zu anderen unerfreulichen Anlässen am Globus, aber erfreulicherweise gibt es Länder, die hier immer wieder helfen in diesen humanitären Krisen. Sie wissen, der AKF, der Auslandskatastrophenfonds in Österreich, ist das Instrument, um schnell zu helfen, vor allem auch bilateral. Und da sind die Entwicklungen die, dass wir hier fürs heurige Jahr 77 Millionen veranschlagt haben. Das ist enorm, so viel waren es regulär noch nie. Der Herr Außenminister wird gleich sagen, wofür das im aktuellen Paket alles verwendet wird. Ich möchte für diese Bundesregierung festhalten, danke auch dem Regierungspartner, dass wir in diesen jetzt schon 4 Jahren, wenn wir 20 bis 23 rechnen, die Zahlungen aus dem AKF vervielfacht haben, in Wahrheit verfünffacht, wenn wir die Dotierungen, die die Bundesregierung noch draufgelegt hat, anlässlich Nachbarnot dazunehmen, aber auch im regulären Vergleich vervierfacht. Ich halte das für enorm und das macht uns ein bisschen stolz, dass Türkis-Grün im Gegensatz zu den Vorgängerregierungen über viele Jahre davor nämlich gelungen ist. Sehr viel davon geht, das ist jetzt für uns auch sehr wichtig, in die bilaterale Arbeit. Da sind die österreichischen NGOs die Partner und das ist deshalb wichtig, weil die Verlässlichkeit garantieren, weil sie Kontinuität garantieren und weil sie vor Ort natürlich schon gut eingespielt sind. Das kommt also an, weil das ist ja auch immer sehr wichtig. Und so gesehen ist das auch eine Visitenkarte Österreichs im Sinne der Hilfe vor Ort. Das ist eine große Hilfe von Österreich eben für verschiedene Regionen in der Welt und dafür sollten wir auch den österreichischen NGOs danken, die hier vor Ort arbeiten. In diesem Sinne, Herr Außenminister. Vizekanzler, ich kann dem nur sozusagen zustimmen. Wir erleben ja gerade eine Situation der multiplen Krisen, der Perma-Crisis, wie es auch genannt wurde. Collins Dictionary hat das zum Wort des Jahres 2022 erklärt, war vielleicht leicht verfrüht, weil wir werden das noch heuer und auch nächstes Jahr erleben. Die Pandemie, der zunehmend spürbare Klimawandel und natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die das Amalgam wirklich ist ein Brandbeschleuniger für humanitäre Krisen weltweit. Laut UNO-Schätzungen sind an die 339 Millionen Menschen weltweit von humanitärer Hilfe abhängig. Das ist doppelt so viel wie vor 13 Jahren im Jahre 2020. Und wir drohen natürlich auch bei den Fortschritten in den letzten Jahren bei den Sustainable Development Goals, bei den nachhaltigen Entwicklungszielen zurückzufallen. Das ist natürlich eine Entwicklung, wo Österreich nicht tatenlos zuschauen kann. Weil das hat auch Auswirkungen auf unsere Stabilität, auf unseren Wohlstand, auf unsere Sicherheit, wenn wir nur denken an Krisen, gerade im Sahel-Region, im Subsahara-Afrika. Und es stimmt, das ist ein Bereich, und da bin ich sehr stolz drauf, und ich glaube, wir können jetzt zu zweit sein, wo wirklich eine superbe, tolle Zusammenarbeit innerhalb der Regierung funktioniert. Seit 2019 haben wir die Mittel im Auslandskatastrophenfonds, das ist ja jenes Instrument, das wir als Bundesregierung zur Verfügung haben, für humanitäre Soforthilfe, verfünffacht, wie du richtig gesagt hast, von 15 Millionen im Jahre 2019 auf 77,5 Millionen heuer. Und so wie wir es schon vor 2 Jahren gemacht haben, letztes Jahr war ein bisschen eine Sondersituation wegen Nachbarnot, vor 2 Jahren haben wir das schon gemacht zum ersten Mal, auch heuer wieder werden wir eine Einzelausschüttung für österreichische NGOs heute beschließen in der Bundesregierung von 21,5 Millionen Euro. Das ist die zweitgrößte Einzelausschüttung aus dem Auslandskatastrophenfonds in seiner Geschichte. Und das gibt natürlich den österreichischen Nichtregierungsorganisationen, den österreichischen NGOs Planbarkeit, die Planungssicherheit. Das ist ein langer Wunsch von Ihnen gewesen, auch zu Recht ein Wunsch. Da geht es auch um Nachhaltigkeit der Arbeit, da geht es um Effizienz Ihrer Arbeit.
Und wir müssen engagiert sein. Und ich glaube, das ist ein deutliches Signal der österreichischen Bundesregierung. Wir schauen nicht weg, wir sind engagiert und wir werden dort helfen, wo die Hilfe am besten funktioniert, nämlich vor Ort. Konkret, diese 21,5 Millionen gehen für 5 Staaten in Subsahara-Afrika, 5 Millionen für Äthiopien, 4 Millionen für Burkina Faso, 3 Millionen für Mosambik, je 1 Million für Südsudan und Uganda. Dann natürlich eine Tranche für eine Region, wo Österreich traditionell sich engagiert, nämlich der Nahe Osten, 3,5 Millionen für Jordanien und 3 Millionen für Libanon, 2 Staaten, die auch unmittelbar leiden unter der Krise in Syrien, und 1 Million für Afghanistan und die Region. Ich glaube, damit zeigen wir ein sehr sichtbares Signal, dass wir engagiert bleiben, dass wir nicht wegschauen. Und für mich, das sage ich auch dazu, ist das natürlich gerade auch ein Beitrag dazu, zur Good Governance, zur Stabilität, zur Perspektivenentwicklung vor Ort, wo die Krisen stattfinden. Und damit, das ist auch das österreichische Interesse, ein Beitrag dazu, Migrationsströme zu verhindern, indem man Menschen vor Ort eine Perspektive für ihr Leben aufbaut. Danke sehr. Danke, Herr Paschinger vom ORF, bitte. Eine Frage zu einem anderen Thema. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat heute den Pressefreiheitsindex veröffentlicht. Sieht Österreich in Österreich weiterhin die Pressefreiheit gefährdet? Er spricht von korruptiven Verhältnissen zwischen Regierung und Medien. Österreich hat sich da jetzt eben im Mittelfeld nicht wirklich wegbewegt in diesem Ranking. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik der Reporter ohne Grenzen? Erstens kann man nie genug dafür tun, dass sich die Situation verbessert. Die Berichterstattung, wie ich sie aus dem ORF-Morgenjournal erfahren habe, geht ja auch in die Richtung, dass viele Länder ähnliche Probleme haben. Tatsächlich sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Nur eines bei diesen Rankings und Indizes muss man schon beobachten. Ganz stark ist eingeflossen, offensichtlich, jedenfalls nach dieser Berichterstattung, Näheres kenne ich selber nicht, tut mir leid, ja. Soll sich da auch freuen, wenn das meine erste Quelle ist, aber das wurde ja damit beschrieben, vor allem auch, dass diese Chat-Nachrichten aufgetaucht sind, die ja wir selber des Inhalts nach für höchst problematisch finden, wie in einzelnen Redaktionen, von anderen war es ja vorher schon bekannt, hier eine gewisse Anfälligkeit besteht, und das jetzt im bösesten Sinne des Hineinregierens. Ich möchte nur hinzufügen, dass das, wir haben das auch bei anderen Rankings, dass das die Situationen der Vergangenheit abbildet, die jetzt aufgedeckt wurden und wo jetzt die Bemühungen laufen, auch aus der Justiz heraus, diese Zustände abzudrehen. Das heißt, wir haben hier einen Zeitverzögerungseffekt, wo Dinge und Beschreibungen Einfluss finden, die vor Jahren stattgefunden haben. Ob das jetzt in gleichem Ausmaß passiert, was ich überblicken kann und was ich weiß, genau nicht mehr. Und ich hoffe, dass auch im Verborgenen diesbezüglich nichts mehr passiert. Aber ich glaube, wir müssen die zeitliche Verzögerungskomponente da sehen. Und natürlich gilt es, Stichwort Medientransparenzpaket etc., was wir hier auf den Weg gebracht haben, gegenzuwirken. Aus meiner Warte nur eine ganz klare Feststellung. Grundrecht wie Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, die sind nie für immer gesettelt. Jede Generation, man muss konstant darum kämpfen, jede Generation muss sie neu definieren. Und das macht nun einmal auch noch eine Demokratie aus, dass man anpassungsfähig ist, dass man an sich arbeitet. Ich würde da aber auch, muss ich auch ganz klar sagen, als Außenminister, die Rankings jetzt nicht überbewerten. In meinen Reisen international habe ich das Gefühl, dass Österreich in Wirklichkeit weit besser dasteht, als vielleicht, glaube ich, Platz 29 war es oder was immer. Also wir haben freie Medien in Westeuropa, in vielen anderen Staaten, wenn nicht in den allermeisten anderen Staaten, ich besuche, erlebe ich genau das Gegenteil. Und da würde, glaube ich, eine Diskussion mit Medienkollegen in anderen Staaten, auch außerhalb Europas, sozusagen eine gewisse Relativität herstellen. Aber ja, man muss sich immer darum bemühen und es ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man sich als Bundesregierung, aber auch als Gesellschaft dessen bewusst ist. Und wir erleben ja gerade 500 Kilometer von hier entfernt, was sein kann, wenn jemand unser Lebensmodell, unser freies Lebensmodell schon als Akt der Aggression erachtet, dass das eben nicht acquis ist, dass man nicht sich zurücklehnen kann, sondern dass wir für unser Grundsystem von der offenen, freien Gesellschaften immer wieder kämpfen müssen und sie auch neu im Diskurs definieren müssen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch eine letzte Frage. Und Frau Kollegin Egger, bitte. Meine Britta Egger, Express TV, ich möchte gleich
einhaken bei dem ORF-Thema. Die ORF-Steuer bekommt ja aktuell sehr, sehr viel Gegenwind und es gibt jetzt auch eine Petition. Herr Vizekanzler, was sagen Sie dazu? Muss man da vielleicht nochmal überdenken? Die Verhandlungen sind ja dort, wo sie hingehören, im Nationalrat. Die Vorschläge sind ja im Fertigwerden und im Überliefern. Insofern wird ja auch noch in den entsprechenden Gesetzwerdungsverfahren, wo ja die entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten vorgesehen sind, hier das Auslangen zu finden sein. In der Sache selber würde ich schon meinen, dass wir aufpassen müssen, welche Wordings wir hier da verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das Akustisches richtig verstanden habe. Es handelt sich hier um einen Beitrag der Haushalte. Deutschland heißt das Haushaltsabgabe und das ist ein Beitrag aufgrund dazu, was der Öffentlich-Rechtliche im Rahmen der teilweise novellierten Gesetze abliefern soll und zu leisten hat. Das ist ein sehr regulärer und, denke ich, transparenter Vorgang und das würde ich einmal dort belassen. Wichtig war ja vielen die Finanzierungs-, die Funktionsfähigkeit, also dass wir die Finanzierungsmöglichkeit herstellen für die Funktionsfähigkeit eines Öffentlich-Rechtlichen. Da kann man immer darüber diskutieren, was zu den Aufgaben dort dazugehört oder dann denn doch nicht. Auch diese Debatte hat ja zu einem guten Teil dann letztlich öffentlich stattgefunden. Die wird ja weitergehen, aber Wichtig ist, dass wir einen Öffentlich-Rechtlichen haben, der auf eine solide Basis gestellt wurde. Und Sie wissen, dass der Verfassungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis da alles Mögliche in Frage gestellt hat. Dieses ist saniert auf eine sehr tragfähige Art und Weise. Und ich erlaube mir, rhetorisch abschließend die Gegenfrage zu stellen. Stellen Sie sich vor, wenn das alles nicht so gelungen wäre, die Fragen wären dann seitens des Schicksals des ÖFs reinkommen, der Medienstandort geht unter. Also man muss die Dinge schon in der Balance halten und wir suchen auch darum, sie in der Balance zu betrachten. Vielen Dank.